Ja, moin, moin, liebe Freunde der gepflegten Modelleisenbahn. Es ist mal wieder soweit. Es geht endlich mal auf Falkenstein ein bisschen weiter. Nachdem ich feststellen musste, leider, dass also Meise on Tour Trip in die Schweiz bei euch nicht ganz so gut angekommen ist wie die anderen Videos, kann ich aber verstehen. Da waren natürlich deutlich weniger Informationen für euch und ihr saugt ja die Informationen förmlich auf. Also, liebe Falkenstein-Fans, für euch geht's heute weiter oder liebe Fans vom Modelleisenbahn-Lexikon. Weil das, was wir heute durchgehen, betrifft nicht nur die Falkenstein-Freunde und Fans und Bauer, sondern letztendlich alle C-Gleis-User bzw. Modellbahner, die es zumindest im Bahnhofsbereich etwas vorbildgerechter gestalten wollen. Was heißt vorbildgerechter? Das C-Gleis hat ja eine Böschung. Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz aus dem Bild. Schlechte Vorbereitung, Meißner. So, ich hole mir das mal hierher für euch. So, was wir heute so alles brauchen und was wir arbeiten werden. Also, es geht um das C-Gleis und ihr seht ja, wir haben ja hier logischerweise die Böschung. Keine Sorge, wir machen das auch gleich alles in der Detailkamera. Meine Frau Sorana wurde auch wieder verhaftet. Die sitzt da hinten im Off, ihr könnt sie nicht sehen. Aber die übernimmt nachher die Detailaufnahmen, wenn es darum geht, mit den Materialien zu arbeiten, und ich will euch natürlich auch genau zeigen, welche kleinen Tricks, Kniffe es da gibt. Also, zurück zum Thema. Vorbildgerecht, der C-Gleis-Bahnbetrieb im Bahnhof. Das C-Gleis hat eine Böschung. Im Bahnhof gibt es keine Böschung. Also, wenn ihr mal irgendwie bei euch geht oder googelt einfach nur mal Bahnhofsbilder mit Gleisen, dann seht ihr, dass das ziemlich plan ist. Man sieht noch links und rechts einen schmalen Schotterrand, aber auch nicht so viel wie sonst, wenn wir das hier vernünftig einschottern oder wenn wir hier auch hier vorne bei Falkenstein nachher schottern. Da brauchen wir also deutlich weniger Schotter. Nur wie gesagt, ich tippe mal, wenn wir so uns die Schwellen angucken, lass das so 5 mm maximal noch zusätzlich am Rand der Schienen 5 mm noch Schotter sehen. Also wollen wir, dann haben wir natürlich ein Problem, weil wenn wir die Gleise hier haben, und jetzt haben wir mal so einen typischen Abstand, das C-Gleis ist 38 mm, bei der normalen C-Gleis-Geometrie bei Radius 2, also wenn wir mit diesen beiden Weichen arbeiten, dann haben wir immer einen Parallelabstand von Puko zu Puko von 77,5. Das kennt ihr auch. Das seht ihr auch meistens in den Gleisplänen, dass wenn wir mit Radius 1 bis Radius 3 arbeiten, haben wir einen Puko-Gleis mit einem Abstand von Gleis zu Gleis von 77,5 mm. Und das sind so Werte, die müsst ihr jetzt auch mal drauf haben. Bei den schlanken Weichen sind es denn die 64,4 bzw. 3. 64,4 und 77,5. Das sind die beiden. Bei Falkenstein arbeiten wir ja fast nur mit den R2-Weichen und auch mit den Bogenweichen, die allerdings R1 haben, aber der Gleismittenabstand ist der gleiche, die Geometrie also auch 77,5. Jetzt müssen wir also im Bahnhofsbereich, wenn wir denn hier und eine kleine Hilfe, wenn ihr auch beim Ausrichten seid, wobei da drehe ich euch noch ein anderes Video zu, wie man diese Gleise immer schön parallel legt. Aber als grobe Richtung könnt ihr immer sagen, wenn ihr ein C-Gleis dazwischen packt, dann habt ihr den Parallelabstand, weil auch hier zwischen sind ca. 40 mm bzw. 38, also genau eine C-Gleisbreite. Es gilt jetzt also, diesen Abstand zu befüllen. Und das kann man natürlich mit Gips machen, das könnte man mit Holz. Aber das ist natürlich alles wahnsinnig aufwendig und Schmierkram. Und was bietet sich da natürlich an? Selitag. Und warum machen? Deswegen machen wir die Sendung auch heute, weil mittlerweile waren das dann schon die dritte oder die vierte Mail oder ein Kommentar, den ich bekommen habe, der gefragt hat. Ich sprach immer, wenn ich über den Bahnhof gesprochen habe, von Gleis auffüllen mit Selitag. Und der eine oder andere von euch weiß gar nicht, was das ist. Selitag ist vielleicht auch ein bisschen verwirrend, weil das einfach die Marke ist, die es hier bei uns immer im Thom Baumarkt gibt. Woanders heißt das anders. Das ist einfach eine Trittschalldämmung, die fürs Laminat- und Parkettverlegen mitverwendet wird. Und ich rede jetzt hier von der Trittschalldämmung nicht auf der Rolle, sondern das gibt es in verschiedenen Ausführungen. Und ich habe hier mal was vorbereitet für euch. Also im Moment sieht die Tranche so aus. Manchmal ist es auch einfach mintgrün. Wichtig ist aber, dass es Platten sind und dass die Stärke 0,5 mm ist. Weil wenn wir hier mit 0,5 auffüllen, dann haben wir ein perfektes Ergebnis, um dann noch mit Gras, mit ein bisschen Schotter und mit Sand den Rest aufzufüllen, sodass wir dann auf eine schöne Ebene kommen. Und dann sieht das auch wirklich geschmeidig aus. Wie wir das aber jetzt machen und welche Tipps und welche Tricks es da gibt, um dieses Selitag jetzt genau so schön zu schneiden, dass es uns schön die
wie soll ich denn das nennen, die Gleismitten-Füllbereiche hier dementsprechend auffüllt, arbeiten wir. Also wir brauchen einen vernünftigen Stift und dann nehmt bitte nicht so einen dicken, sondern ich habe jetzt hier so einen Pelikan, Inky, so einen Roller, der eine feine Rolle hat, so ein Rollerpen. Cuttermesser brauchen wir, eventuell ein großes und ein kleines schmales und ganz, ganz wichtig, der Heki-Kantenschneider mit der Artikelnummer 7051. Ich sage das jetzt, aber wie gesagt, ihr kennt es ja von uns. Es gibt immer unten in der Videobeschreibung, ich kriege gerade den Hinweis, da wird das sein, gibt es natürlich wieder die Links dazu zu bestellen. Genauso wie dieses Silitag. Weil wenn man sich das so bestellt, ist das nicht unbedingt praktisch und diese großen Platten. Wir haben da für euch extra ein Bundle im Angebot. Wir schneiden diese auf 99 cm mal ca. 19,5. Das sind dann Streifen, die immer definitiv gut dafür passen. Und die kriegt ihr bei uns irgendwie im 10er-Paket und dann könnt ihr das bestellen. Und wir haben das schon fertig mit Kartons rationiert, sodass es dann auch zügig rausgehen kann. Weil wenn ihr die Platten so groß bestellt, so wie wir das jetzt hier gemacht haben, dann ist da leider das Problem, weil dass sie oft verbogen sind und wir müssen die jetzt extra glätten. Bei diesen 19er Streifen, die wir euch da schneiden, habt ihr das Problem natürlich nicht, weil wir glätten sie jetzt gerade und dann schneiden wir sie, wie gesagt, in 19er Streifen und dann könnt ihr sie gut. Warum 19? 19 ist eine schöne Höhe, weil hier braucht ihr nie mehr. In der Regel braucht ihr ja nur 4 cm oder mit der Kante oben drüber sind es dann 5. Da komme ich gleich zu. Warum? Weil wir schneiden ja schräge, deswegen brauchen wir auch den 45 Grad Kantenschneider von Heki, der da echt eine Riesenhilfe bei ist. Und was man aber auch noch sehr gut machen kann, und das habe ich auch, wenn ihr bei uns in den Shop klickt und auf den Link, den ich euch da reinsetze, dann habe ich da noch ein paar Beispielbilder reingemacht. Weil ich habe dieses Material auch immer wunderbar oder gerne verwendet für den Anlagenbau als solches, für Betonmauern, für Brücken. Es lässt sich wunderbar damit arbeiten. Es gibt zwei Dinge, die ihr zum Bearbeiten braucht bezüglich Kleber. Hier, wenn wir das hier nachher machen, seht ihr, brauchen wir wieder unser Zaubermittel Acryl natürlich. Ne? Also hier gerade, wenn wir auf Holz arbeiten oder nachher auf dem anderen Untergrund. Mit Acryl kann man das sehr, hat eine schnelle Anfangshaftung. Wir müssen nicht so viel beschweren, weil es haftet so schon gut. Und für diesen Bereich ist Acryl perfekt. Wenn ihr das im Modellbaubereich einsetzen wollt, Tunnelportale, Brücken, Mauern oder so, könnt ihr das wunderbar mit Holzleim. Wenn es ein bisschen schneller gehen sollte, nehmt ihr Ponal oder Uhu Express. Wunderbar. Haben wir natürlich auch alles bei uns im Shop. Link verlinke ich euch natürlich, wie gewohnt. Das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein. Dann habe ich euch erstmal kurz erzählt, worum es geht, welche Materialien wir brauchen. Ich werde jetzt hier ein Beispiel aufbauen. Und zwar ein typisches Beispiel, weil nur die Gleise ausschneiden, das geht mit dem Kantenschneider natürlich immer um 45 Grad. Aber was machen wir, wenn es hier um diese Weichen geht? Auch das will ich euch zeigen. Tja, und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das hier alles aufgebaut habe. Meine Frau ist schon ganz ungeduldig, scharrt schon mit den Hufen, weil die will jetzt endlich hier mit dem Kamera, mit unserer neuen, da, ja, ich mache mal Werbung. Wir haben uns was gegönnt. Wir haben eine DJI Mini Action 2, glaube ich, ja. So heißt sie. Mini Action 2 haben wir uns gegönnt, weil wir damit schöne Nahaufnahmen und man kann sie zum Vloggen nehmen, aber natürlich auch, um mal hier Bewegungen machen, wenn wir bauen. Und sie hat Hyperlapse, Timerlapse und all solche Sachen. Ja, und mit der wollen wir heute mal versuchen, ob wir das mit den Digitalaufnahmen gut hinkriegen. Gerade mit der Bewegung, weil sie hat einen Stabilisator natürlich drin, müssen wir nicht immer mit dem kleinen Gimbal arbeiten, weil der hat so ein blödes Display. Also, lasst euch mal überraschen. Wir sind selber auch gespannt, was dabei rauskommt. Deswegen freuen wir uns auch, ne, weil wir endlich unser neues Spielzeug ausprobieren können. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das hier alles wieder aufgebaut haben. Also, bis gleich. Ciao. So, ihr Lieben. Jetzt geidert weiter. Also, ich habe das schon mal vorbereitet. Und damit ich hier nicht mit unfairen Mitteln arbeite, habe ich natürlich jetzt auch so 19er Streifen genommen. Das also, wie ihr das auch bei uns aus dem Paket dann bekommt. Und jetzt legen wir mal los. Ich habe hier, bitte nicht wundern, das ist jetzt kein Aufbau von Falkenstein, sondern ich habe jetzt hier nur zu Vorführzwecken mal versucht, alles reinzunehmen, was wir in so einer Bahnhofsgeschichte haben könnten, sprich mit einer Weiche, mit dem R2-Bogen, mit dem 24-Grad-Gleis, also diesem 24224. Und jetzt will ich euch zeigen, wie wir das Ganze machen. Ich bin jetzt hier an die Kante gegangen, damit wir nicht so viel Verschnitt haben. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das Material bis zum letzten auslutschen wollt, könntet ihr jetzt auch mit dem zu nötigen Bereich jetzt bis an die Kante gehen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich hier keine Verwacklung haben will. Also wenn ihr noch mehr sparen wollt, ich lege es jetzt hier unten an die Kante
Und dann sage ich mal zu meiner Frau, sie kann mal schon die neue Action 2 starten, auf den roten Knopf drücken. Es hat gepiept, wie ihr gehört habt. Also, das heißt, wir nehmen jetzt auf. So, das heißt, wir legen das jetzt hier hin. Jetzt könnt ihr das einmal sehen. Sorana geht für euch da einmal lang, damit man das sehen kann, was wir hier hingelegt haben. Also, ihr seht, hier habe ich eine R2-Weiche. Stört euch bitte nicht, wir haben teilweise gebrauchte Gleise. Dann haben wir hier den R2-Bogen. Dann haben wir hier diesen typischen Parallelabstand Puco Puco 77,5. Das ist das, was ihr bei Falkenstein auch haben werdet. Nicht da, wo der Bahnsteig ist, sondern die anderen beiden Gleise, also von Gleis 1 auf 2 und von 3 auf 4 habt ihr diesen Parallelabstand. Und das wollen wir jetzt füllen. So, das heißt vorsichtig, ich gehe jetzt mal wieder, ich muss da ran. So, dann macht ihr als erstes, wie gesagt, mit einem guten Stift, mit einem Rollpen, zeichnet ihr euch einmal. Ich hoffe, dass der jetzt auch wirklich so gut malt, wie von meiner Frau angekündigt. So, gehe hier schön rein, zeichne mir das einmal an. Hier den weichen Kasten natürlich auch, den wollen wir genau malen. Du kannst gerne dich daran. So, das gleiche mache ich natürlich auch hier. Mit einem Kugelschreiber, der gut malt, würde das auch gehen. Aber wie gesagt, mit so einem Rollpen oder einem dünnen, welcher auch wirklich gut geht, ist zum Beispiel der Stift aus unserem Set mit den Digitalaufklebern, weil das sogar ein Permanentstift ist, aber auch mit der feinen 07er Spitze. So. Dann hoffe ich mal, wenn ich das jetzt wegnehme, dass das Ergebnis auch von der Actioncam gut eingefangen wird. Weil da seht ihr uns ja sowieso. So, jetzt nehme ich das mal ab. Ja, das sieht doch gut aus. So, jetzt kann Sorana das nochmal schön dicht. Sehr gut. So, also das Ergebnis haben wir schon mal. Vielleicht kannst du noch einmal von da so und versuch mal, dass wir immer gerade sind. Sehr gut. So, jetzt geht es wieder ans Eingemachte. Also, jetzt seht ihr, jetzt haben wir uns angezeichnet. Hier, das ist ja der Bereich, den wir haben wollen. Den brauchen wir nachher zum Auffüllen. Ich habe ja jetzt das C-Gleis. Ich nehme das nochmal ab. Wenn ihr jetzt seht, habe ich das ja jetzt hier so gemacht, dass wir bündig mit der unteren Kante sind. Da wir ja 0,5 cm hochkommen, brauchen wir ja, deswegen haben wir ja auch den Kantenschneider von Heki, gehen wir also hier weiter ran. Das heißt, ich habe mir angewöhnt, das so anzuzeichnen. Und wenn ich jetzt den Kantenschneider nehme, vorsichtig, wenn ich jetzt hier den Kantenschneider nehme und jetzt drehe ich mir das mal so zurecht, dann gehe ich jetzt nicht direkt hier lang, sondern ich nehme jetzt einen Abstand, der daneben ist. So, und jetzt marschiere ich hier hoch. Halte also so 2-3 mm Abstand von meinem Strich. So, das war der erste Schnitt. Immer dran denken, dass ihr natürlich die Richtung richtig haltet. Also ich brauche ja diese Gehrung, weil das C-Gleis ist ja so, also brauche ich den Schnitt so. Das mache ich jetzt hier auch. Ich fange jetzt hier mal an, gehe hier wieder rein, 2-3 mm Abstand. So, das gleiche mache ich jetzt hier auch. So.
So, und hier schneide ich jetzt erstmal durch. Das andere, wie wir das rauslösen, das zeige ich euch gleich. So, jetzt haben wir das erste rausgelöst. So, mein Baby hält jetzt schön weiter drauf, weil jetzt zeige ich euch, hier brauchen wir jetzt natürlich einen Geraden, weil die weichen Kästen, ich halte euch das nochmal vor, ist halber hier rein, die weichen Kästen haben ja keine schräge Böschung, sondern sind senkrecht bzw. im 90-Grad-Winkel. Die müssen wir jetzt also im 90-Grad-Winkel schneiden. Dann lösen wir das hier raus und jetzt haben wir unser erstes Teil fertig. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie hat das funktioniert. Dafür nehmen wir die Gleise. Ich baue euch das nochmal wieder auf. So, Vorsicht. Und jetzt machen wir unsere erste Probe, legen das rein und ihr seht, oh, und ihr seht, perfekt. Ganz kurz. Also, jetzt könnt ihr noch mal gucken, wie schön das jetzt hier reinpasst. Schließt wunderbar ab, genau in der Mitte. Und wir sind mit dem Silitac, sind wir wirklich direkt an der Böschung dran, dass wenn wir das gleich mit Acryl befestigen, anschließend nachher beim Schottern, wenn wir Leim, uns da auch nicht mehr so viel rein. Und hier seht ihr auch sauber schön den Kanten. Dass wir den weichen Kasten schön ausgeschnitten haben, passt also alles perfekt. Das war Teil 1. Diesen Teil machen wir natürlich genauso. Aber das, ob ich das euch jetzt auch noch mal wieder zeige, weiß ich nicht. Entweder sehen wir uns gleich mit dem zweiten Teil oder wir sehen uns in der großen Totalen wieder. So, ihr Lieben, da sind wir also wieder. Wir haben jetzt also die Mittelteile gemacht und dann habe ich, weil ich ja noch Rest hatte, automatisch, ich hatte ja so einen schmalen Rand, den habe ich euch jetzt nochmal einfach nur umgedreht, weil ich ja hier die Schnittkante jetzt auf der anderen Seite habe. Können wir das hier auch noch schön ran? Bist du schon auf Aufnahme? Nee, dann mach mal. Okay, so, also dann seht ihr das hier. Ich habe jetzt hier einfach umgedreht, weil welche Seite letztendlich nachher oben liegt, ob nun die leicht geriffelte oder die glatte Seite, ist völlig Wurst. Und jetzt seht ihr aber auch hier, durch diesen Kantenschneider von Heki mit den 45 Grad sind wir also perfekt, liegen wir immer an der Böschung an. Jetzt geht es ja darum, ich habe euch noch versprochen, zumindest kurz zu zeigen, wie wir das befestigen können. Ihr könnt das natürlich mit Holzleim machen, wenn es schnell gehen soll, mit Express, egal ob Uhu oder Ponal Express, das ist Wurst. Ich nehme das jetzt noch mal kurz raus. Dann müsst ihr aber, wenn es ein bisschen leicht verbogen ist, müsst ihr mal gucken, dass ihr dann immer noch Gewichte drauf macht. Das finde ich persönlich nicht so praktisch. Deswegen, ihr wisst es ja, unser Zaubermittel, Acryl, unser Lieblingsmaterial, gerade wenn es um den Bereich Eisenbahn geht.
So, und da brauchen wir auch gar nicht viel. Und jetzt musst du Rana mal, ich mache das mal hier vorne, damit sie das sehen kann, weil das seht ihr in der Total natürlich schlecht. So, ich gehe jetzt hier ran. Ihr könnt natürlich, und ich will das, ich mache das jetzt aber bewusst nicht, natürlich könnt ihr jetzt auch direkt ans Gleis in die Kante rein, dann habt ihr das direkt verbunden. Würde ich euch auch empfehlen, dass ihr jetzt also nicht wie ich, habt jetzt einen leichten Abstand gehalten, ihr könnt auch direkt hier reingehen, dann haftet das Silitak auch drin. Ich will aber diese Gleise, da das ja nur zu Vorführzwecken ist, will ich ja definitiv wiederverwenden, deswegen will ich da nicht so viel jetzt direkt an die Kante schmieren. Ich will euch das ja nur zeigen, aber wie simpel das mit Acryl ist und wie gesagt, ihr braucht auch nicht viel. So, hast du das drauf, Baby? Ja. Gut. So, also viel mehr braucht ihr nicht. Dann mache ich das hier auch gleich nochmal. So, immer entspannen, das ist immer wichtig, weil sonst tropft es weiter aus der Pistole. Und wenn ihr könnt, auch gleich wieder den Deckel drauf. So. Und ihr seht, dass dadurch, dass ich das da jetzt reingelegt habe, wir haben eine extrem hohe Anfangshaftung. Das ist also wirklich simpel. Ich drücke das jetzt nur noch ran. Das gleiche mache ich jetzt hier mit diesen Innenteilen. Oh, wunderbar. Wenn das immer alles so einfach wäre wie das. So, jetzt habe ich das hier festgedrückt und jetzt seht ihr mal, also da ist jetzt schon nicht mehr viel Luft, schneller geht es eigentlich nicht. Ne? Also das Acryl, wirklich nach 2-3 Stunden ist es auch so, dann könnt ihr da auch rumhantieren und machen und schneiden oder ihr könnt dann auch wieder was rauslösen, weil ihr was vergessen habt. Signale müssen ja später auch nochmal rein, das können wir auch immer noch im Nachhinein machen. Allerdings möchte ich euch sagen, wenn ihr MacLean-Lichtsignale nehmt, die ans C-Gleis mit der Böschung rankommen, dann ist das ja wie ein angeschlossener Weichenkasten. Die würde ich vorher schon skizzieren. Genauso ausschneiden wie die Weichenkästen, habt ihr damit genauso wenig Probleme. Also wenn ihr jetzt hier ein Signal müsst, dann hätten wir jetzt hier. Ihr könnt es aber, wie gesagt, auch im Nachhinein noch ausschneiden, weil Acryl könnt ihr immer wieder auch lösen. Nur ein bisschen mit dem Messer dann abziehen. Das wird nie ein Problem sein. Ja. Das wird, diese Sendung wird ein Shorty. Ich wollte euch auch nur zwischendurch mal kurz wieder was Sinnvolles zeigen, damit ihr weitermachen könnt. Vor allen Dingen die, die im Bahnhofsbereich schon angekommen sind, könnt ihr also schön auffüllen. Ihr entscheidet natürlich rechts und links der Kante anhand der Landschaft, wie weit das hier gehen soll. Das war jetzt von mir nur ein Beispiel mit diesem Streifen hier. Wenn nachher auch zum Beispiel bei das Bahnhofsgebäude kommt ja noch ran, Falkenstein, da würde ich übrigens an eurer Stelle die gesamte Fläche mit Silitak ausüben, dann seid ihr auch gleich mit der Bahnsteighöhe auf der besseren Seite und packt das Gebäude drauf und schneidet genau das Gebäude aus, zumindest da, wo ihr sonst noch Bürgersteig oder so, dann habt ihr gleich eine Unterlage und habt wunderbar den Bahnhofsbereich vorher schon für Bürgersteige, könnt das dann bekleben. Also da seid ein bisschen kreativ. Und wenn ihr das nur mit Acryl befestigt, könnt ihr das zur Not auch im Nachhinein machen, dass ihr erstmal eine größere Fläche raufpackt, befestigt dann das Bahnhofsgebäude, beziehungsweise legt es drauf, skizziert euch die Sachen an, was ihr ausschneiden wollt. Und wenn ihr euch nicht gleich festlegen wollt, könnt ihr das auch noch später machen. Dann legt ihr halt ein bisschen mehr Silitak. Das Zeug kostet nun wirklich nicht die Welt. Also wir haben das, glaube ich, gerade im Angebot. 10 Streifen, 99 mal 19 für irgendwie 9,99 Euro. Also das bringt euch wirklich nicht um. Und das ist auch in heutigen Energiepreiszeiten ist das immer noch bezahlbar. Ja. Das soll es denn, glaube ich, an dieser Stelle gewesen sein. Also, ich wollte euch zeigen, wie man eben wirklich, und ihr, wenn Sorana, bist du noch auf On? Ja? Sonst kannst du gleich nochmal lang gehen, auch mit dem Zoom, dann könnt ihr nochmal wirklich gucken, wie schön ebenmäßig wir sind. Und jetzt genau da, wo wir noch die Striche haben, die ihr hier bei mir seht, ihr seht ja hier noch die Striche vom Anzeichnen, bis dahin ist nachher auch nur Schotter zu sehen, also nicht viel weiter. Den Rest füllt ihr dann bitte mit Sand, mit ein bisschen Gras, je nachdem, wie das bei euch aussehen soll. Die Bahn ist ja nun kein englischer Rasen, da wird nichts gepflegt. Aber viel mehr Schotter brauchen wir da gar nicht. Übrigens auch hier ein Riesentipp. Es gibt ja auch die Schotterhilfe, die wir bei uns haben mit Damm, natürlich auch für den Bahnhofsbereich. Wenn ihr die jetzt hier einsetzt, dann habt ihr genau diesen Bereich. Also vorher dann wieder mit Leim ran, dann Schottern. Perfekt. Aber das zeige ich euch natürlich auch nochmal. Aber wer wieder nicht warten kann und ungeduldig ist, kann sich das dann dementsprechend, kann sich das schon rantrauen.
Was ihr natürlich auch vorher machen solltet, nicht so wie hier, die Gleise, wenn ihr von unserer Vorgehensweise mit dem Schottern, wenn ihr das übernehmen wollt, dann müsst ihr die Gleise und die Weichen natürlich vorher einfärben. Zum vorher einfärben, weil mich das auch viele gefragt haben, wie sieht denn das bei den Schotter aus? Das hier, diesen weichen Kasten vom C-Gleis, den färbt ihr natürlich bitte nicht braun ein, sondern da nehmt ihr eine schöne Betonfarbe, entweder von Vallejo oder von Woodland, die wir auch für das Betongleis haben. Das ist eine schöne Betonfarbe. Wir streichen das vorher Betongrau vor. Später gehen wir noch mit dem Washing drüber, also mit ein bisschen schmutzig braun, schmutzig schwarz und kaschieren das Ganze und machen das dann auf alt. Aber die Gleise, bevor ihr das Silitac jetzt hier einsetzt, könnt ihr natürlich vorher schon anmalen. Ihr könnt es aber auch jetzt machen. Also das bleibt euch letztendlich nachher überlassen, je nachdem, welche Variante ihr wählen wollt. Ob ihr so lieber malt oder ob ihr die Gleise lieber in der Hand bemalt, wenn sie noch lose liegen, das könnt ihr entscheiden. Aber das wollte ich euch zumindest gesagt haben, wer das vorher machen will, sollte das natürlich vorher gemacht haben. So, das soll es jetzt aber dann auch wirklich gewesen sein an dieser Stelle. Da bin ich also wieder und ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ein wichtiger Hinweis noch, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Also wenn das für den einen oder anderen hier zu schnell war oder irgendwas nicht offensichtlich oder klar, irgendwelche Unklarheiten denn doch nicht beseitigt worden sind, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir gehen natürlich, wir haben nachher noch in den anderen Folgen genügend Möglichkeiten, da auch immer wieder drauf einzugehen, wenn wir selber soweit sind. Ihr seht, im Moment liegen hier nur noch die beiden Platten. Ich hoffe, dass wir nächste Woche auch da bei Falkenstein weiterkommen. Auf der anderen Seite seht ihr jetzt nicht, da drüben ist nämlich Holtenburg und auch da geht's weiter. Also wir haben ein bisschen viel auf dem Zettel, trotz Sommerloch angeblich. Aber ja, diese YouTube-Geschichte hat uns ja auch unter dem Motto, die Geister, die ich rief. Also, wir bekommen sehr viele Mails, wir bekommen sehr viel Lob, Kritik und so. Vielen Dank auch nochmal an alle dafür. Ja, denn der bescheidene Hinweis, wer den Kanal immer noch nicht abonniert hat, schämt euch. Ihr solltet das spätestens jetzt tun. Ja, und ansonsten bleibt sauber, bleibt gesund, tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Meise.